Ich bin aus der Kirche austreten, habe später Theologie studiert und jetzt bin ich beruflich mittendrin. Ich heiße Silvia, brauche beruflich und privat relativ viel kreative Freiräume. Ich reise lieber, als dass ich Urlaub mache und jetzt freue ich mich schon sehr auf einen Konzertsommer. Täglich bin ich für knapp 1000 Bibliothekarinnen in Vorarlberg zuständig und verantwortlich und schaue, dass die ein gutes und sie unterstützendes System im Hintergrund haben. Ich finde, Bibliotheken sorgen dafür, dass es einen Chancenausgleich gibt, gerade hinsichtlich der Lese- und Sprachkompetenz. Aber es geht auch darum, dass man diese magischen Welten kennenlernt, dass man Kreativität kennenlernt. Lesen ist halt viel mehr als wie nur das, dass ich halt ein Wort verstehe oder einen Satz verstehe, sondern Lesen eröffnet ja auch immer Möglichkeiten von unterschiedlichen Enden. Und wenn ich mal verstehe, dass eine Geschichte nicht immer so ausgehen muss, wie man es vielleicht selber vorher gedacht hat, dann macht es auch was mit mir und dann bin ich auch nachher selber resilienter und kann unterschiedliche Wege gehen, die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Für was brennst du?